Natürlich spielen wir auf Deutsch. Hey Leute, willkommen zu der SpongeBob Schwammkopf Film oder wie ich nenne SpongeBob der Film, das Spiel. Zusammen mit mir, dem Mike. Doom, doom. Hätt's gedacht. Und ja, ich habe einen kleinen Teaser vorher hochgeladen. Und ja. Ich mag das Spiel sehr und es ist sehr nostalgisch, wie ich finde. Ich und Tara, wir haben das Spiel durchgesuchtet. Und wie soll ich sagen, ich möchte euch sagen, dass ihr das Spiel genießen sollt, denn es ist echt gut, finde ich. Ich meine, für ein SpongeBob-Spiel so gesehen wäre es echt ganz gut. Und ich liebe den Soundtrack des Spiels, es ist nice. Ich hoffe, euch gefällt dieses Spiel und Let's Play und verfolgt es. Ich bin so gesehen der erste deutsche Let's Player, habe ich gesehen. Es gibt keinen deutschen Let's Player, der es gespielt hat. Oder ich kenne keinen. Keine Ahnung. Es gibt hier das Passwortsystem. Es gibt keine Speicherstände. Und ihr könnt es einfach hier sagen. Lol. Ganz einfach hier eingeben. So, zack, das ist das richtige Passwort und so. Yay. Klasse. Neues Spiel machen wir mal. Und wer noch nicht weiß, dass das Spiel basiert auf dem Film. SpongeBob Schwammkopf der Film. Ja, wer hat's gedacht? Schwierigkeitsgrad wählen. Mittel am besten. Nur damit ihr wisst, was die Story ist. Das ist einfach genau das gleiche wie der Film. Wir können uns hier nicht groß bewegen auf der Overworld. Das ist die Overworld, ja. Deshalb würde ich sagen, geben wir uns das Level. Shaka! Ich bin bereit. Beförderung. Bin bereit. Beförderung. Zeit in die große Grabe zu gehen. Dies wird mein Tag. Boah, ich hab voll verkackt, ne? Darf ich nochmal machen? Dankeschön. Zeit in die große Grabe zu gehen. Dies wird mein Tag. Ich werde Manager der großen Grabe 2. Welt 1-1. Managementunterlagen. Managementunterlagen. Mach immer. Ich kann nicht lesen heute. Das ist das Spiel. Wir spielen SpongeBob. Hinter uns ist Patrick, der hilft uns. Denn wir springen und wir können mit Patrick gleiten, wenn wir nochmal drücken in der Luft. So ein bisschen wie Peach, nur halt, dass wir gleiten, runtergleiten und nicht schweben. Hier sind wir gerade vor, wie im Hintergrund sieht, sind wir gerade in der Nachbarschaft und wir sind jetzt auf dem Weg zur großen Krabbe. Mit B können wir rennen, mit L, das mache ich jetzt aber nicht, damit können wir eine Spezialattacke machen. Und mit R können wir rennen, das mache ich jetzt aber auch nicht, da können wir ganz schnell rennen und alles wegstoßen, was wir sehen. Hier einfach rübergleiten. Und hier, das sind Quallen, die sind aber keine richtigen Gegner. Denn man sieht sie nur jetzt hier, zum Beispiel. Wenn man halt, wie soll ich sagen? Wenn die beschützen so gesehen Muscheln, denn man kann Muscheln sammeln im Spiel. Goldene Muscheln. Und die kann man später im Laden Sachen kaufen. Und es ist nicht so wie in Mario, dass man 100 sammelt und dann, hey, yay, ich habe ein weiteres Leben. Nein. So ist es nicht und ich muss A gedrückt halten. Jetzt merke ich es auch. Dankeschön. Lieber nicht vorhandene Live-Chat. Leute, sonst. Ich glaube, ich laber ein bisschen zu viel Schrott. Komm schon, alle. Jetzt! Nein! Das war ja voll schlecht. Naja, egal. Ist ja nur so Nebensache. Soweit ich weiß, ist wirklich ein großer Unterschied zwischen den Schwierigkeitsgraden. Und zwar bei einfach hat man voll viele Leben. Bei Mittel, was wir genommen haben, weil ich auch am besten finde jetzt momentan. Oh, es laggt. So, ich hoffe, jetzt klappt wieder alles. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dass noch bei Hard-Modus gab man nur ein Leben, glaube ich. Und ja, jetzt werden wir diese... Ihr seht ja hier diese große Muschel. Und... Oha, wie lange kann man das zucken? Okay, jetzt kommt kein Zaun mehr. Egal, ihr könnt die... durchrennen und dann hui! Oh schade, ich hatte ich auf den Sprung. Ja, ich kenne das Spiel sehr gut. Zumindest die erste Welt kenne ich so gut wie fast auswendig. Es gibt halt verschiedene Wege in dem Spiel und ich werde halt das Spiel nicht 100% machen, vor allem weil es keine 100% gibt, denn es gibt keine Puzzleteile oder sonst was zum Einsammeln, wie ihr wisst, was ich meine. Sondern das Einzige, was man einsammelt, sind Muscheln, Items und so. Und hier? Was ist das jetzt hier? Okay, Achtung! Los! Oh, ich liebe die Musik. Okay, ich kenne das hier nicht. Deshalb, oder ich weiß nicht, ob ich das kenne. Kann gut sein.
Haben wir schon vergessen längst. Ich hoffe, das im Hintergrund hört mich. Ich hoffe, meine Tonqualität ist nicht so schlecht. Gewollt. Hä, ist ja voll easy. Okay, ein One-Up. Nein, nur eine Muschel. Schade. Naja, immerhin. Bitte lag hier nix. Ich achte mal hin und wieder auf den, auf die Aufnahme, dass es nicht laggt. Weil das wäre natürlich Schrott. Dürfte ich nochmal alles nochmal machen. Das wäre uncool irgendwie. Aber nur irgendwie. Und jetzt müssen wir hier runter. Boom. Und dann sehen wir hier, da ist ja ein Schnauzer. Was macht denn dieser Schnurrbart? Ups, was macht denn dieser Schnurrbart? Ach, bin ich schlecht? Jetzt. Boom, mit dem werden wir unbesiegbar und können jeden einzelnen Gegner mit einem Hornet killen. Und ja. Ich glaube, ich habe euch auch alles gezeigt schon. Das Spiel ist halt nicht sehr, sehr lange. Wir werden die ersten drei Level in dieser Folge schaffen. Ich habe nämlich das schon ein bisschen getestet. Das Blöde ist, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Würde ich das nächste Mal machen. Und ja, das ist ein bisschen nicht gut, sag ich mal. Und boom. Krabbenburger, nice. Muscheln. Und hier ein Weg. Amina, und Amina. Da können wir durchkrabbeln. Einfach unten drücken und dann in die Richtung. Easy eigentlich. Und ja, ich finde das Krabbeln etwas komisch, muss ich sagen. Also so ist ganz normal, aber das sieht ein bisschen aus, als wäre das SpongeBobs Hintern, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Es sieht ein bisschen komisch aus, sondern das ist Patricks Hintern. Ja, vergessen wir, dass ich gesagt habe. Oh, nicht so schnell, nicht so schnell. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Ah nein, jetzt habe ich ja... Ah, na ja, gut, das ist weg. Jetzt aber. Nice, okay. Ich nach Tara... Ja, hab ich schon gesagt, dass wir das früher durchgesucht haben, das Spiel. Die Sache ist nur, ich weiß nicht, ob der Tara das Spiel durchgespielt hat. Ich habe es noch nie durchgespielt, das wird eine Premiere. Weil ich entweder zu doof war, um herauszufinden, was ich in einem bestimmten Level machen musste. Oder weil das Level wirklich so schwierig war. Und ich vermute eher, dass beides so. So ein bisschen beides. Und ja. Hier ist das Ende des Levels, des ersten Levels. Es ist teuflisch! Blanzett kann nicht scheitern! Ich brauche König Neptuns Krone! Ich weiß, meine Voice für Plankton ist mega gut, ich weiß. Sorry, SpongeBob. Du musst ein Mann sein, um Manager zu sein. Du bist aber nur ein Kind. Oh, SpongeBob, voll traurig. Ein neues Passwort! Ja, aber die Passwörter brauchen wir nicht, also weg damit. Ja, ich mache einen ganz kurzen Cut und dann sehen wir uns wieder. So, hier sind wir wieder. Und wir fangen an mit dem zweiten Level. König Neptuns Krone wohlbehalten. Was so? Meine Krone, sie ist weg. Wer die Krone trägt, hat die Verantwortung für die See. Hehehe, Plan Z, ich liebe Plan Z. Plankton. Mit 1, 2. Hey, Kumpel. Und da sind wir schon im zweiten Level. Ist jetzt die Hälfte der Folge. Und hier an diesem Ort, wie gesagt, ich habe das Spiel schon vorhin ein bisschen gespielt, bis zum dritten Level, glaube ich, oder so. Und ich weiß nicht, wie man hier an die Items kommt. Oder bis es da halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es echt nicht. Falls jemand von euch weiß, kann das ja mal gerne sagen, oder zumindest nach Tara, weil ihr kennt das Spiel wahrscheinlich nicht. Für mich wäre es auch irgendwie ein Wunder, wenn ich es kennen würde. Ich war für mich schon ein Wunder, dass ich nach Tara es kannte. Das war für mich schon ziemlich krass, finde ich. Und ja, ich spule mal ein bisschen. Oh, fuck, das wollte ich nicht. Wollte ich nur vorspulen, ein bisschen, damit das Ding hier kommt. Sorry. Ich hoffe halt nicht, dass es hier lag und scheiße. Oh, oh Gott. Da wurde ich schon fast getroffen. Krass. Was kann ich noch zum Spiel sagen? Wüsste ich jetzt gerade irgendwie nichts. Easy. Noch ein Leben. Und dann geht's weiter hoch. Hier ist nichts. Nee, hier ist nichts. Okay. Und nein! Was?
zack und zack und zack. Oh, das war knapp. Yeah, für diese Gegner, ich habe das gar nicht noch geklärt, oder? Oh shit, jetzt muss ich aufpassen, ich habe ein Leben nur noch. Ja, auf die muss man einfach nur raufspringen. Oh Gott, nein! Oh Gott, ich habe noch ein Leben. Was? Ich lebe noch. Was? Ich habe gerade mega verkackt. Ich habe die Abkürzungen, also nicht Abkürzungen, aber ich habe gerade die ganzen Bonus, Boni und so verkackt. Aber ich bin eigentlich nur froh, dass ich jetzt noch im Leben bin. What? Was war das denn jetzt gerade? Voll unfair. Naja, egal. Es kann immer wieder an jedem Run was anderes passieren. Und ja, da hat, das hat auch ein bisschen mit Glück zu tun, wie jetzt die Position von der Riesenmuschel ist. Also ja, zumindest meiner Meinung nach. Oh Gott. Oh. Jetzt nicht sterben. Ein Leben haben wir nur noch. Oh nein, ich sehe da oben schon meine Lieblingsgegner. Das war sarkastisch gemeint, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ja. Denn diese... Oh, ich will... Oh, nein. Fuck, nein. Diese Gegner funktionieren genauso wie Buhus. Wenn ich sie angucke, dann halten ihre Maul und dann... Ich hab Angst. Und dann, wenn ich die angucke... Also nicht angucke, wenn ich umdrehe oder so, dann diese... Ich hab Angst. Also, nee, was? Und, oh, ich glaube kurz ein Lag oder so. Oh, shit! Oh, shit! Okay, okay, lass mich ganz kurz pausieren hier. Ich hoffe, es lag nicht. Es ist, könnte ein bisschen nicht flüssig sein, aber das sieht dann halt ein bisschen am Spiel. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wenn man die anguckt, dann sind die so, ich hab Angst. Und wenn man die nicht anguckt, dann sind die so, ich fick dich und so. Wenn die versteht, wie ich es meine. Und ja, ich konnte gerade überhaupt nichts einsammeln. Es tut mir leid, dass ich gerade mega schlecht bin in dem Spiel. Ich habe das ewig nicht mal angefasst, das Spiel, müsst ihr wissen. Und ja, bitte entschuldigt das. Dankeschön. I appreciate it. Jetzt kann ich so in den Reihen wetten. Nein, er ist despawned anscheinend. Okay. Finde ich gut. Okay. Am besten einfach... Oh, da ist noch einer. Aber das... Aber seht ihr hier? Ich riskiere es. Nice. Du fließt uns nicht. Ich will dich treffen. Oh, okay. Ja. Und da sind wir durch. Abfalleimer sind wir gelandet. Neues Passwort brauchen wir aber nicht. Bams. So, da sind wir wieder. Ich muss immer nach dem Level einen Cut machen, deshalb entschuldige mich dafür. Aber ich muss gucken, dass das alles nicht laggt. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich hoffe, das stört nicht mehr. Mit 1-3, kein Kind mehr. Nein, Sportschuh möchte kein Kind mehr, weil er will ein Erwachsener sein. Damit der die große Krabbe 2 Manager wird. Er will ein Mann sein. Ein kratzer Mann. Hui! Nice, Patrick. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch schreiben, ob ihr SpongeBob oder Patrick besser findet. Also mehr mögt zu sehen. Also ich mag am meisten Tadeus. Na gut, das war jetzt nicht die Frage. Jetzt müssen wir warten, bis die Plattform runterkommt. Und hier gibt es ein kleines Secret. Denn hier gibt es einen Eimer. Und ein Gegner. Ich hoffe, der stört nicht. Ich hasse die. Aber kann auf die drauf springen. Aber soweit ich weiß, bringt das einfach nichts. Also ja, lasse ich es lieber. Ah. Hier durch. Dankeschön. Ich würde sagen, los. Besiegen wir alle. Oh fuck, falsche Richtung. Los, schnell. Yeah, yeah, wuhu. Das war's. Da ist noch einer. Bams. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe sogar Spaß in dem Spiel. Gut, das, ich habe auch gesagt, das Spiel macht, ist auch cool und macht Spaß. Aber ich meinte halt, dass es mir wirklich Spaß macht, wie ein richtiges Spiel. Wenn ihr versteht, wie ich es meine. Ich hoffe es. Oh nein. Nochmal so eine Muschel, so eine AIDS-Muschel, nenne ich jetzt. Fuck, was mache ich jetzt? Hä? Der hätte mich gar nicht treffen können.
What? Okay, warte, ich muss die irgendwie loswerden. So, vielleicht schnell, 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 schnell. Oh, das war knapp. Oh, das war eine schwierige Passage. Das ist nix. Also, da kommen wir gleich hier noch hin, okay. Nein, da war was, da war irgendwas. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal hin. Hier ist ein Eiscreme, das heißt, extra Leben. Natürlich spielen wir das Spiel auf Deutsch. Da, wieso nicht? Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben, dann machen wir es. Kontrollpunkt, okay. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Komisch. Ich werde danach nochmal die nächste Aufgabe aufnehmen. Deshalb tut mir leid, weil ich eure Kommentare nicht lesen kann. Und ich einfach Bock auf das Spiel. Voila. Ich finde das Spiel ziemlich cool. Ich habe gesehen, bis jetzt waren jede Level oder jede... Ja, doch, jedes Level irgendwie 4 Minuten oder so. Um die... Vielleicht biege ich mir das noch ein, kann auch sein. Da gehen wir gleich mal hin. Wohl. Lass jetzt mal dahin gehen. Und zwar, damit wir das hier machen. Ja, okay, waren diesen Muscheln cool. Finde ich cool. Weiß nicht, ob ich das gesagt habe, wahrscheinlich schon, aber ich sag's nochmal. Die Muscheln, die können wir nur, können wir nicht für One-Ups bekommen, sondern da kriegen wir Items für, wenn wir die im Laden ausgeben. Und ja, hier ist noch ein kleiner Bonusraum, wenn man es so nennen kann. Hier runter können wir fallen und dann sind wir jetzt wieder hier. Was bedeutet, dass wir... Wait, wo sind wir? Ich weiß nicht, ich glaube, hier geht es sogar weiter. Ich bin etwas verwirrt über unsere Lage, deshalb wundert euch nicht. Weißt du, was mit dem Video ist, dann könnt ihr mir das gerne sagen. In die Kommentare. Ach, hier waren wir doch. Keine Ahnung, was gerade los ist. Mit mir und mit dem Spiel. What? Ach komm, das war ein Doppeltreffer für mich. Laber nicht, Spiel, laber nicht. Come on, come on, komm runter. Und, nice. Den besiegen, bitte nicht treffen lassen, danke. Aufpassen, dass da keine Riesenmuschel ist, das wäre nicht so toll. Wenn man vom Teufel spricht. Tschüssele! Und hier die Sachen nehmen. Shit, da komme ich jetzt nicht mal dran, ne? Ja. Hätte ich vorher sehen müssen. Naja, egal, was soll's. Gibt nämlich, keine 100%. Falls ich nicht gesagt habe, es gibt keine 100%, deshalb mache ich es auch nicht. Der macht ja Sinn. Weil man so gesehen alles finden kann. Es gibt nichts zum Suchen oder so. Boah, ich muss aufpassen. Ich will nicht sterben. Jetzt im ersten, in der ersten Welt mal nicht. Das wäre ein bisschen peinlich so. Oh, ich mache kurz einen Cut. So, bin wieder da. Es hat ein bisschen gelaggt, habe ich gesehen. Es tut mir leid. Wie gesagt, ich weiß nicht, was los ist. Ich hoffe, das stört jetzt nicht euch Leuten. Oder für Leute, die das Spiel einfach mal gesucht haben, weil sie es mal in der Kindheit haben oder mich überhaupt nicht kennen, und eigentlich nur das Spiel mal gucken wollten und dann haben sie gesehen, hey, es gibt's auch auf Deutsch und so. Hey, willkommen auf meinem Kanal. Ich mache cringy Videos. Das meine ich jetzt nicht, egal. Wow, schnell rein ins Ende. Wir sind in der großen Grabe angelangt, anscheinend. Eugene Krabs, du bleibst eingefroren, bis meine Krone wieder zurück ist. Alle Hinweise weisen auf dich, Kronendieb. Ich werde beweisen, dass ich ein Mann bin, indem ich die Krone zurückhole. Mr. Krabs, ich werde sie, die Stadt und die Krone retten. Schnell zum Bürgermobil! Lass uns diese Krone holen, Pat. Nice, was wohl? Damit war's das mit der ersten Folge. In der nächsten Folge fangen wir dann mit Level 4 und machen wir die Welt zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich meine, die Folge gefallen. Ich glaube, übermorgen oder so. Weiß nicht wann. Auf jeden Fall kommt demnächst wieder die nächste Folge. Haut rein und bis dann.